So, jetzt sind wir mal hier bei mir im Garten und das ist der Blick auf meinen Gartentisch. Und da wollen wir mal sehen, da habe ich hier gestern das gefunden. Das liegt hier überall rum, plötzlich. Überall diese kleinen Friemel. Dann habe ich das als Holzspänchen identifiziert. Und nicht nur auf dem Tisch, sondern auch hier auf dem Stuhl, auf dem Gartenstuhl. Und natürlich hier. Und dann aber noch viel mehr hier an der Grenze zum Nachbarn im Garten. Richtig, gar nicht mal kleine Holzspäne. Und dann denke ich mir, wo kommen die her? Von der benachbarten Schreinerei da hinten. Ja, da ist eine Schreinerei. Da kann das nicht kommen. Flugspan sozusagen. Nein. Aber hier ist also alles voll. Schaut euch das an. So. Und da zeige ich euch doch mal die Aufnahmen, die ich vorgestern hier gemacht habe. Und dann löst sich nämlich das Rätsel auf. Und zwar ist das der Walnussbaum hier. Das ist der Walnussbaum, der in unserem Garten steht. Der spendet also jedes Jahr im Herbst kiloweise Walnüsse. Die liegen dann hier überall rum. Aber dieses Jahr beherbergt der Walnussbaum eine ganz andere Überraschung.